Jetzt kommt noch ein paar von Let's Play 5 Minuten. Java, ich bin gegen Guillermo Tello. Und wir kriegen einen Sizilianer. Aber wenn ich da schon keine Lust mehr drauf habe, aber wir kriegen einen. Ich bin da. Was? A3? Dann spielen wir direkt D5. Boah, sorry. Sorry, sorry. Ja, noch nicht viel los hier in der Stellung. Noch Eröffnungszeugs. Schön spät, jetzt Läufer E2. Oh, Dame E2. Spiel ich A6. Dame F3, okay. Na, ich kann aber einfach Turm C8 spielen. Wenn er D5 nimmt, habe ich Springer D4. Von Mexiko. Mexiko. Der Jute. So, was haben wir hier für einen Plan? Wir haben Turm E8 natürlich. A6 sind unsere nächsten Züge. Vielleicht sogar, ja okay, H6 nicht, aber A6, Turm E8. Und die Stellung Läufer D6. Manchmal Springer E4. Je nachdem. Mal gucken, was er spielt. Springer D4. Auch gut. Erstmal Springer und Läufer abtauschen. Ja, machen wir jetzt auch. Okay, warum nicht eigentlich auf die... Achso, die 7 konnte er nicht nehmen. Ah, dann war es ja ein richtig guter Zug. Ich dachte, das wäre eigentlich so... Ich habe einfach Springer D4 gespielt, weil ich abtauschen wollte, aber ich habe gar nicht gesehen, dass ich mit einer Taktik hier eine Figur gewinne. Das ist natürlich cool. Okay. Wieso Springer D4? Okay, ich gewinne eine Figur. Habe ich erst nachdem ich Springer D4 gespielt habe gesehen. Tja. Ja, spielen wir mal A6. Eine sehr eindeutige Drohung. Wie pariert man diese eindeutigen Drohungen am besten? Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, ich laufe F6. Weil er kann nicht raus im Dame schlicht Turm D5 wegen Dame F2. Es geht nicht. C4. Wo ist die Idee? Wenn ich den einfach rausnehme. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
I don't understand it. Warum spielt er C4? Macht für mich gar keinen Sinn. Bestimmt Mauslip oder so. Er wollte bestimmt C3 spielen. A Mauslip. Jetzt auch Läufer D4, Dame C5. Und Turm D1. Und Läufer E2 ist ja auch noch cool, dass das eine Fessel ist. Er kann dann sowieso nicht E4 nehmen, weil die Dame dann gefesselt ist. Und er gibt auf. Achso, das in dem Fenster, was ich wegklicke, da gibt es immer Rematch. Ich habe das letzte Mal in der letzten Partie gesucht. Richtiger Noob bin ich auf Chess24. Ja, ganz normale Eröffnung. Ja, H3 ist natürlich ein Fehler. Ich habe das gar nicht realisiert, dass ich das drohe. Ich habe das einfach gespielt, weil ich abtauschen wollte. Ich spiele. Oh, ich gewinne eine Figur. Direkt nachdem ich es gezogen habe. Oh, ich gewinne eine Figur. Noch im Ziehen gesehen. Also, ja, keine Figur, aber. Zwei Figuren von Turm. Ich habe eigentlich ganz normale Züge gemacht, er hat immer Fehler gemacht, also. Läufer F6, C4, ich weiß nicht, warum man hier C4 spielt, also den Zug kann ich mir gar nicht erklären. Ja, und jetzt einfach Läufer D4. Ja. Und Sieg! Alles klar, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!